Hallo liebe YouTuber, ich bin der Torben. Ich bin der Dennis. Wir sind heute für euch unterwegs am Kanal und haben mal ein bisschen was Besonderes vor. Und zwar wollen wir euch unseren absoluten Lieblingsköder vorstellen. Und zwar ist das hier in diesem Fall von Jensi, der Rivershed. Wir haben ihn heute mitgebracht, mal in 8 verschiedenen Farben. Das sind so die fändigsten, die wir immer mit haben. Natürlich gibt es bis zu 30 Stück. Die werden wir auch nach und nach uns noch zulegen, um die auch mal zu testen. Das ist natürlich eine riesen Farbpalette, also da ist für jeden Geschmack was dabei. Wie gesagt, wir haben da unsere Lieblinge. Dies hier, dieses Gelb-Gold-Glitter, ist so bei trübem Wasser mein absoluter Lieblingsköder. Und der ist immer wieder für die Überraschung gut. Also dieser Shed ist von der Bewegung her in meinen Augen richtig geil, weil er vom Schwanz her kleine Vibrationen macht. Ein bisschen schneller geführt, auch ein bisschen schneller ausschlägt und dabei aber auch leicht flankt. Das heißt, wir haben da eine riesen Palette, die wir auch an Fisch damit fangen können. Also ich habe damit Barsche gefangen, Zander gefangen, Hecht gefangen und sogar schon Rapfen, als ich den Köder einfach mal nur mal eingeleiert habe. Und das ist für mich hier als Kanalangler genau das Richtige. Ja, der Vorteil von diesem Shed ist auch, dass er einen sehr beweglichen Schwanz hat, wie man sieht. Man kann ihn im Winter fischen halt mit weniger Action und langsam geführt. Im Sommer natürlich auch ein bisschen heftiger geführt. Also im Endeffekt ein super Around-Köder für jede Jahreszeit. Den gibt es auch in verschiedenen Größen, sodass auch die Hechtangler davon profitieren. Hier am Kanal fischen wir meistens Größen von 9 bis, was hast du jetzt als Größes noch? Ja, 12 cm ist die größte Variante. Dann gibt es noch als 15 cm und als 20 cm. Solche Latschen fischen wir in der Regel am Kanal nicht. Also da ist 12 cm meistens schon ausreichend. Weil ganz einfach das Beutespektrum des Zanders oder der Raubfische hier doch ein bisschen kleiner gewählt ist, weil wir sehr viel kleine Beutefische auch vorfinden. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt an zu angeln und wünschen euch viel Spaß mit diesem Video. Bitte. Also wir fischen hier mit der Faulenzer-Methode. Die dürfte mittlerweile fast jedem Angler bekannt sein. Vorgeschalten haben wir ca. 1 Meter Flug an einem 0,14er Geflecht. Ah, der Wind macht uns gerade ganz schön zu schaffen hier. Deswegen würde ich sagen, wir schauen mal, wo wir eine Stelle finden, wo wir den Wind im Rücken haben. Sehr schwierig, einen Biss zu erkennen, wenn der Wind, sag ich mal, frontal auf einen draufsteht. Beziehungsweise haben wir auch hier oftmals jetzt das Problem, dass der Wind sehr häufig gewechselt hat. Ich denke mal, da muss man an der Stelle her. Da werden wir jetzt erstmal hin. Und dann klappt es auch mit den Fischen. Sehr schön zu sehen, wie der Köder im Wasser spielt. Wie ihr seht, hat das Wetter komplett umgeschlagen, also der Wind hat noch mehr zugenommen, es regnet. Wir machen jetzt erstmal eine Unterbrechung und hoffen, dass wir später weiter angeln können. Aber der Dennis hat noch mal was zu erzählen. Ich glaube, wir hätten den Tag perfekt machen können, aber irgendwas ist da passiert gerade. Ja, das Problem war leider erst ausgeschlitzt. Hier oben sieht man auch noch schön die Bissspuren. Ja, schauen wir, wie ich es da einfangen kann. Gucken. Autofokus will gerade nicht. Moment. Da sieht man richtig schön. Also da hat er zugelangt. Tja, sag mal, wie Pech mit dem Wetter hat man heute auch vielleicht Pech mit dem Fisch. Aber ich denke,
unter den Situationen an einem schwierigen Gewässer waren die Erwartungen nicht allzu hoch mehr jetzt. Und das, was wir schon mal bis hatten, zeugt eigentlich davon, dass man auch in schwierigen Situationen mit dem Shad auch Erfolge haben kann. Vielleicht, wie gesagt, kann man nachher nochmal versuchen, hier einen Ansitz zu planen, der vielleicht auch zum Erfolg führt, aber hier brechen wir erstmal ab, weil es wird wirklich sehr ungemütlich. Ich denke mal, sag mal, bis später. Bye bye. Ja, schönen guten Morgen. Heute ist Tag 2. Wie gesagt, wir haben gestern abgebrochen, weil der Regen und der Wind uns sehr zu schaffen gemacht hat. Wir versuchen heute uns dann nochmal unser Glück. Wieder mit dem Rivershed von Yancy. Wollen heute mal ein bisschen darauf eingehen, was man am Kanal zu beachten hat. Da werden wir ein paar Hotspots erklären. Oder wie findet man Hotspots? Ist nicht ganz einfach am Kanal, aber man hat kilometerweise teilweise nur Spundwände oder Steinschüttung. Aber selbst da kann man mal den einen oder anderen Hotspot auch finden. An der Steinschüttung ist es so, es braucht manchmal wirklich nur ein Steinchen anders liegen als das andere oder irgendwo rausragen. Dann können sich da schon diverse Räuber tummeln. Wie ihr auch hier im Hintergrund seht, Brücken sind immer wieder sehr gute Hotspots. Verjüngung im Kanal, Spitzen zu Altarmen oder Strömungskanten, da wo der Kanal sich einfach gabelt. Dort entstehen Kehrströmungen, wo viele Partikel aufgewirbelt werden, wenn Schleusen in der Nähe sind oder auch viel Schiffsverkehr ist. Da steht Kleinfisch und dahinter steht der Räuber. Also das sind so Sachen, auf die man achten sollte. Des Weiteren muss man natürlich auch anfangen, irgendwo das Gewässer zu lesen. Das heißt, sehe ich Fischaktivität. Der Zander hat sehr häufig auch die Angewohnheit, an Spundwänden die Kleinfische hochzudrücken. Das heißt, der jagt im Rudel, stellt sich um die Kleinfische und fängt sie an, Richtung Spundwand zu drücken, zum Beispiel. Und man sieht dann wirklich das Wasser kochen. Das Gleiche gilt auch für Steinpackung, wo man das auch ähnlich beobachten kann. Heute relativ klar. Das Wasser ist auch nicht so trübe wie gestern. Deshalb werden wir tendenziell eher zu etwas dunkleren Ködern greifen, Barschimitaten, auch diese Motorölgeschichte halt, so etwas dunklere Köder. Wir werden halt mal alles heute durchprobieren. Ich hoffe, dass wir heute mal einen Fisch ankriegen. Mühen und Wetterlagen sind heute auf jeden Fall besser als gestern. Wir hatten jetzt die letzten 3 Tage 3 verschiedene Wetterkapriolen von warm bis 20 Grad bis gestern halt dieses ultimative Regenszenario bis heute jetzt wieder sehr kalt mit Sonne. Ist klar, das schlägt auch so ein bisschen aus Fischgemüt. Dennoch lassen wir nichts unversucht, euch einen Fisch zu präsentieren heute. Definitiv, und eins sollte man nicht vergessen. Man kann auch mal als Schneider nach Hause gehen. Und gerade am Kanal, das immer noch zu den schwierigsten Gewässern in Deutschland meiner Meinung nach gehört. Man geht nicht immer mit Fisch nach Hause. Da sollte man auf jeden Fall nicht den Kopf hängen lassen. Ich denke, wer seine Technik beherrscht, seine Köder kennt und auch denen vertraut, hat man dann halt wirklich nur noch als Gegenspieler wirklich die Wetterlage und die Fischräume. Ansonsten, wie gesagt, probieren, so wie wir auch. Hotspots suchen, eventuell auch mal was Neues ausprobieren. Da werden wir nachher nochmal drauf eingehen, dass man auch die schönen Chats mit diversen kleinen Ködersprays variieren bzw. ein bisschen aufpimpen kann. Das bringt ab und zu den einen oder anderen auch mal ans Band. Das ist vielleicht die kleine Raffinesse, sag ich mal, in unserem großen, schönen Köderfischkuchen. Wenn man da halt ein bisschen mal was anderes variiert als die anderen Angler, kann das schon zum Erfolg führen. Ganz genau. So, wir werden angeln, wir geben Gas. Und ja, so durch, wenn das mal.
Stelle gewechselt und ja, wir haben leider gerade verpasst, die Kamera so schnell anzumachen. Wir konnten im Barsch landen auf Motoröl. Ich hatte aber vorerst den Köder mit diesem UV-Booster eingesprüht und ja, das brachte wohl den besonderen Reiz. Wir haben jetzt zum Glück auf Foto, was mit dem Köder passiert, wenn man ihn einsprüht, gerade mit diesem Motoröl, fängt man schön an zu leuchten. Gleich ist. Wir haben rechts einmal den mit UV-Spray, einmal links den normalen, serienmäßigen. Da seht ihr schön, wie UV-mäßig der rechte das einfängt. Der ist richtig bläulich, glänzt ja. Also er fängt noch schön das restliche UV-Licht unter Wasser ein, während der andere dann halt noch normal wirkt. Ne? Kann man zumindest den Köder von der Palette her noch mal ein bisschen aufpimpen. Hat ja wie gesagt auch zum Erfolg geführt. Manchmal sind es halt die kleinen Sachen im Leben, die kleinen Verfeinungen, die halt auch mal den Fisch bringen. Ja, ich habe gerade noch mal einen Biss gehabt, auch sehen können. Es war ein kleiner Barsch, also kaum größer als der Köder selber. Ich habe hier Folgendes gemacht, den Schwanz nur mit dem UV-Spray eingesprüht und der Barsch attackierte wirklich nur den Schwanz. Also das war richtig interessant zu sehen und hat auch wieder mal bewiesen, Das funktioniert, ne? Also das ist eine tolle Geschichte. Ja, Freunde der Zunft, leider ist unser heutiger Tag jetzt am Ende. Wir geben uns geschlagen, weil es ist kurz vor der Schonzeit. Die Zander scheinen nicht mehr so richtig zu wollen. Letztendlich haben wir es versucht, nochmal euch vielleicht ein bisschen was zu präsentieren. Ich denke mal, wir haben gute Ratschläge gegeben. Wie sagt man so schön? Wir haben Gummi gegeben ohne Ende, leider nur mit mäßigem Erfolg. Ja, unser Fazit, der Köder ist super toll. Wir hatten ja Bisse drauf, auch zu dieser schwierigen Zeit, zu den schwierigen Wetterbedingungen. Wir können ihn heute nur wärmstens ans Herz legen. Einmal die kleine Variante mit 9 cm. Und die 12 cm Variante. Für den Kanal genau das Richtige. Man kann natürlich auch die großen Latschen wunderbar für Elbe, Rhein, Bonn, wie auch immer verwenden. Ich denke mal, sogar zum Gummifischen auf Dorsch wird das sicherlich auch riesig was taugen. Ja, also wie gesagt, einen Barsch konnten wir fangen heute. Wie Dennis schon sagte, es war sehr, sehr schwierig. Also auch heute hat der Wind wieder zugenommen und hat uns das ein oder andere Mal einen Streich gespielt. Die Bisse wirklich sehr, sehr schwierig zu erkennen waren. Also Zahnabdrücke habe ich auf den einen oder anderen Gummi heute gehabt. Aber ja, wie gesagt, es war sehr, sehr schwer, das zu erkennen und auch den Anhieb dann durchzubringen. Ja, wir möchten uns an dieser Stelle bei euch verabschieden. Wir melden uns definitiv nach der Schonzeit wieder und können dann hoffentlich auch mehr viel spielen.